Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir einfach mal, welche Nachricht euch finden soll. Picken einfach mal ohne Frage und Thema eine Energie ab, die euch finden soll, die gerade vorherrscht. Informationen, ja, die jetzt wichtig für euch sind. Es ist eine allgemeine Legung, ja, fürs Kollektiv. Ihr wisst Bescheid. Nehmt also mit, was resoniert und lasst ziehen, was nicht resoniert. Es ist absolut sinnvoll und schlau, wenn ihr euch am Ende euren Aszendenten anschaut, bei Gefühlsthemen, Liebe, tiefe Gefühle, natürlich auch immer gerne Mond, Venus. Und die findet ihr in der eingeblendeten Playlist, die dann oben rechts erscheint. Und ja, alles zu eurem Zeichen findet ihr in der jeweiligen Zeichen-Playlist. Es erscheinen jeden Tag Videos. Wenn ihr also keins verpassen wollt, dann ist es einfach clever, einmal unten auf den Abonnieren-Button zu klicken, einmal die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich immer direkt benachrichtigt, wenn ich was hochlade. So, verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Fangen wir an. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Wagen und fragen, was ist jetzt wichtig? Was müssen die Wagen jetzt wissen? Welcher Impuls ist jetzt für die Wagen bestimmt? Vielen Dank. Der Magier auf dem Kopf, Ritter der Schwerter. Drei der Kelche, zehn der Münzen, Ass der Stäbe und die drei der Münzen. Meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben. Wie soll ich das sagen? Also ein bisschen mehr Willenskraft ist gerade angesagt. Ja, ihr werdet aufgefordert zu erkennen, dass eure Schöpferkraft, eure Energie eigentlich dazu bestimmt ist, wirklich, wirklich Großes in diese Welt hineinzubringen. Ich habe nur den Eindruck, ihr habt hier, also einige von euch haben vielleicht Ideen, einen inneren Ruf, eine Stimme, Wünsche, Träume, aber wurden vielleicht bis jetzt ein bisschen klein gehalten oder demotiviert. Ja. Einige von euch sind momentan so ein bisschen ja, auf der Suche nach Leichtigkeit, vielleicht sogar auch noch Ablenkung. Aber die geistige Welt sagt hier ganz, ganz klar, wenn ihr ein bisschen kürzer tretet im Kaffee trinken mit der Freundin und diese Zeit nutzt, wenn ihr ein bisschen weniger Zeit am Handy oder vor dem Fernseher, also alles, was so, ja, natürlich Spaß macht, natürlich auch gemacht werden soll und genossen werden soll, aber wenn ihr da ein bisschen kürzer tretet, dann kommt ihr wirklich in eure Schaffenskraft. Ihr könnt, ihr habt irgendwas in euch drin, was in diese Welt kommen soll, meine Lieben. Und jetzt ist es an der Zeit, das auch umzusetzen. Es ist die Zeit für die Selbstentfaltung. Es ist die Zeit, hier wirklich euer Lebensfeuer zu entfachen und all diese Ideen, diese Impulse, diese Träume Realität werden zu lassen. Weil wenn ihr ja, das weiter schlummern lasst, ja, brach liegen lasst, dann kann das stagnieren. Wenn ihr das angeht, meine Lieben, dann werdet ihr absolut frei, dann geht es in ein nächstes Energielevel. Da kommen Menschen auf euch zu, die wahnsinnig unterstützend sind. Da können Seelenverwandtschaften bzw. Seelenfamilien wiedergefunden werden. Ja?
Da kann riesengroßer, breiter Geldfluss in euer Leben strömen. Und all das könnt ihr mit dem Funken Potenzial, der in euch drin ist, anstoßen. Und ihr werdet so glücklich und dankbar sein, da habt ihr noch keine Ahnung von, dass ihr das fühlen könnt. Aber zum einen muss dieses Gefühl raus, das heißt also Kopf ausschalten und auch Menschen, die euch ja ablenken, klein halten aber auch. Ja, so verabschiedet euch von Manipulatoren. Alles, was diesen Funken entweder nicht zur Flamme werden lässt, also klein hält oder vielleicht sogar erstickt. Ihr seid vielleicht schon auf dem richtigen Weg, ansonsten würde die Energie sich ja jetzt nicht zeigen, aber da fehlt es noch ein bisschen. Ja? Da müsst ihr wirklich ehrlich zu euch selber sein und sagen, ja, richtig, also es gibt diese Freunde zum Beispiel, ja, oder Kollegen, möglicherweise auch Partner, Partnerinnen, die sagen, ja, nette Idee. Was gibt's heute zu essen? Ja, nette Idee, aber wie willst du das denn machen? Überleg doch mal, du bist schon 54, 56. Ist doch Quatsch. Nein, ist nicht Quatsch. Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Das ist so ein abgegriffener Kalenderspruch, aber das ist tatsächlich jetzt gerade euer Motto. Ab in die Schöpferkraft, in das Bewusstsein, dass ihr wirklich etwas hinterlassen könnt, dass ihr was schaffen könnt und dass ihr euch damit einen riesengroßen Gefallen tut in Richtung emotionaler, finanzieller, spiritueller Freiheit sogar. Meine Lieben, Wahnsinn! Lebt es! Bringt die PS auf die Straße! Für mehr Informationen, wenn ihr da alle zu haben wollt, wird hier jetzt gleich die Playlist mit den Kurzimpulsen eingeblendet. Schaut euch da euren Aszendenten Mond-Venus an. Hier wird die Waage-Playlist eingeblendet. Da findet ihr alle Videos, die euch Waagen betreffen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Der Button wird in der Mitte eingeblendet. Dann verpasst ihr keins der jetzt inzwischen täglich erscheinenden Videos. Und wenn ihr all das schon geschaut habt, dann könnt ihr gerne auch auf meinem Zweitkanal Bodymind Universe vorbeischauen. Der wird jetzt in den nächsten Wochen weiter mit Inhalten gefüttert und hoffentlich da auch regelmäßig. Zumindest ist das der Plan. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bringt die PS auf die Straße. Ihr ahnt nicht, was dann für glückliche, erfüllende Zeiten auf euch zukommen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.